Leute wie Sie hier ständig das Wort an sich reißen. Es gibt eine Rednerliste. Wir müssen uns endlich als einfache Versammlung der Abgeordneten des dritten Standes begreifen und anfangen zu arbeiten. Ich bin der Fürsprecher des Volkes, der Nation, nicht Sie. Wenn Sie sich uns nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden anschließen, betrachten wir Ihr Mandat als ungültig. Ich spreche als Mensch zu Ihnen und Sie antworten mir als Politiker. Sie wollen eine indifferente Gesellschaft, die den Menschen glauben lässt, dass alle den gleichen Wert hätten. Man kann ohne König auskommen, aber nicht ohne Gott. Dass diese Versammlung ab dem heutigen Tag die Versammlung der ganzen Nation sein wird. Aus diesem Grund erkläre ich den Beschluss, der von den Abgeordneten einer der drei Versammlungen im Alleingang verabschiedet wurde, für illegal.